das für jeden Menschen als gesellschaftspolitischen Menschen, was für den wichtig wäre. Weil ich meine, wenn die Basis sozusagen kein Kreisdrehen macht, ist ja eine Partei. Also sind Parteien wirklich das Richtige oder meinen sie nicht, dass es einfach eine Struktur ist, die vielleicht veraltet ist oder weiß ich nicht. Das ist jetzt schwer zu sagen. Das kann ich eigentlich kaum beantworten, die Frage. Aber interessant ist die Frage mit dem Kreisdrehen. Wenn man sich im Kreis dreht und keinen Fixpunkt im Auge behält, dann wird es einem bekanntermaßen schwindelig. Also jeden Eisläufer, der das machen würde, dem wird es auf die Schnauze hauen. Und was verlieren die Menschen? Die Menschen verlieren, sich auf Dinge zu konzentrieren, Dinge im Auge zu behalten, sondern sie drehen sich. Sie drehen sich jeden Tag mit neuen Nachrichten, mit neuen Informationen, mit neuen Begierden. Und da verlieren sie ein bisschen die Orientierung. Und dann irgendwann haut es auf Norden. Das heißt also, wir haben, also, aber es ist ja wichtig, dass wir unterschiedliche Medien haben, die einfach Auskunft geben über alles Mögliche. Das ist ja meiner Meinung nach ganz wichtig. Also wir brauchen ja auch Informationen, um uns zu informieren, um zu sehen, was in der Welt vor sich geht. Ich meine, die Medien haben ja momentan auch also sehr viel Angst generieren, sehr viel Angst, sehr viel Information. Es ist ja nicht ein Kreisdrehen, wenn man jetzt die ganze Zeit sich sozusagen mit den Medien auseinandersetzt. Oder was meinen Sie mit fokussieren? Doch schon. Also Medien werden ja gemacht von Journalisten. Ne? Und Journalisten sollten eigentlich Menschen sein, die anderen Informationen übermitteln. Bei uns sind die Journalisten in der Regel keine Leute, die Menschen informieren, sondern Leute, die Menschen mit ihrer Meinung nicht folgen auf Instagram. Wenn ihr neue Hype-Sneaker wollt. Und dann fehlen die Fakten. Dankeschön. Wenn keine Fakten da sind, dann ist blöd. Hype-Sneaker, add-ons, die DM nicht, okay? Okay. Du, junger das Mann, ein Moment mal. Partner. Will er vielleicht was reden, der junge Mann, der unbedingt gerne, willst du vielleicht was reden? Ja. Also es ist ja, also wenn, dann immer gerne reden, also sich vor die Kamera stellen und nichts reden, ist genauso wie die Menschen, die nach oben schauen. Also reden ist immer cool. Vielleicht hast du irgendwas zu sagen oder möchtest was sagen? Ich will nur sagen, add-on-Sneaker auf Instagram folgen, wenn ihr neue Schuhe braucht. Hype-Sneaker, ich verkaufe Hype-Sneaker. Add-on-Sneaker, der mich gerne dick. Dankeschön. Ja, da haben wir jetzt kurz den Werbeschlag eingeblendet. Hätte jetzt gerne politisch mit ihm geredet, aber das ist momentan ist er auf der kreative Ebene aktiv. Der war das ist jetzt ja auch in super. Sachen Marketing unterwegs. Genau, der war gerade in Sachen Marketing unterwegs, was ja auch total wichtig ist. Also insofern Kreativität soll man ja auch unterstützen. Sind wir ja auch, gell? Für die Partei sind wir ja auch in Sachen Marketing unterwegs eigentlich. Ja, das ist auch ganz schon wichtig. Ein bisschen, oder? Ja, genau. Aber nicht nur. Also wir sind ja hier auch, München steht auf. Die eben jeden Mittwoch auf die Straße gehen, um eben diverse Dinge aufzudecken, die in den Medien leider Gottes immer irgendwie hinten runterfallen. Komischerweise ist es wie so beim LKW, da fällt hinten was runter und wird von jemandem aufgeklappt und der freut sich dann dabei. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Ja, das mit dem Drehen vielleicht nochmal erklärt. Ja. Wenn man anfängt, morgens aufzustehen, da überlegt man sich als erstes, wenn man also das alles glaubt, was einem erzählt wird, welchen CO2-Abdruck mache ich heute? Dann geht man runter. Aber das sind, wenn ich da ganz kurz einfallen darf, also der CO2-Abdruck, ja, das sind 0,04%. Also das ist wirklich ein Nichts letztendlich. Ja, so klein habe ich es nicht. Also bei mir, ich fange damit einfach an. Ja? Okay. Und dann geht es weiter mit dem Elektroauto, dann hört man bei den Nachrichten ein bisschen was über die Klimakrise. Auf dem Weg zum Auto sieht man dann noch eine Abendzeitung, dass es in der Ukraine einen Krieg gibt. Dann ruft einen jemand an und sagt, hast du dir schon die neue Wärmepumpe bestellt oder den neuen Heizlüfter? Und dann dreht man sich permanent. Man verliert sich permanent mit neuen Katastrophen, mit neuen Nachrichten, mit neuen irrsinnig wichtigen Dingen. Naja, und dann geht man halt einkaufen und kauft sich zum Beispiel ein paar Sneakers. Und dann passt es wieder. Ja, da kauft man sich ein paar Sneakers. Ich glaube, so ganz, würde ich jetzt persönlich sagen, würde ich das nicht sehen. Weil es gibt auch genügend Leute, die zum Beispiel nicht den Radio anschalten oder den Fernseher und sehr aktiv sozusagen in ihrer kleinen Stube irgendwas machen oder irgendwie, was weiß ich, Hacker sind oder
vollkommen egal. Also es sind, oder Fußball zum Beispiel, kann man sich auch sehr, sehr gut konzentrieren auf den Ball. Habe ich vorhin da einen gesehen, der mit dem Fußball echt Kunststücke gemacht hat. Echt großartig, richtig fantastisch. Dann habe ich da hinten zwei gesehen, die haben Überschläge gemacht. Die kamen aus der Ukraine auch und haben auch das gezeigt, was sie können. Also es sind ja viele, viele junge Menschen und auch natürlich ältere Menschen, die einiges drauf haben als natürlich fokussiert. Wie Sie meinen, fokussiert. Aber trotzdem, wir kommen zurück auf den Anfang. Der Platz ist voll mit Leuten, voll gewesen. Mit Leuten, die nicht denkenden, nicht redenden Kreaturen zuschauen, die sich da oben drehen. Ja, aber das ist ja, das ist ja ein Highlight, ne? Ja, und wenn dann jemand kommt wie du, der denkt und redet und sich hier auch im Kreisel dreht, dann geht es weiter. Weil das ist nicht mehr interessant. Und das ist bemerkenswert für mich. Müsste hier der Laden voll sein mit Leuten, die sagen, ja, es gibt einen Haufen Probleme, über die wir nachdenken sollten und wo wir uns mal 5 Minuten Zeit nehmen, vielleicht in einen Diskurs zu gehen. Das, finde ich, wäre schön. Und deswegen sind wir ja hier, dass wir eben immer wieder alle 2 Wochen uns hier versammeln, um eben den Diskurs wieder zu fördern. Weil das ist ja genau das, es ist wie in Amerika, in England, ich sage immer in Amerika, in England eben die Speakers Corner, wo man einfach sich unterhält, der eine spricht und man ja, durchgeht die ganzen Themen, die da sind. Also zum Beispiel Elektroauto. Ja? Finde ich jetzt gar nicht so schlecht, ist nur leider Gottes mit diesen ganzen Entsorgungen von den Batterien ist noch nicht so großartig. Du redest nicht so schlecht. Mein Enkel, der ist 7 Jahre alt, der hat 2 Elektroautos und mit Fernsteuerung. Ja? Also das hat schon einen Sinn, die Elektromobilität. Kommt denn immer darauf an, wo? Ja, ich meine, es ist ja natürlich auch, ich finde auch ChatGPT ganz gut. Also wenn wir das in den Schulen hätten, fände ich so großartig, weil dann kann man viel mehr auch Erkenntnisse sich selbst herausziehen. Also dann wäre das sozusagen der Sokrates-Diskurs in der Schule. Aber das haben wir ja noch nicht, ne? Ich habe heute beim Postillion, kennst du den Postillion? Na super, das ist eine Satire-Seite. Da habe ich einen langen Artikel gelesen, es gibt eine Initiatorengruppe mit einem neuen Start-up, die machen was ganz Neues in der KI, künstliche Intelligenz, die bringen brandneu auf den Markt die DeepGPT. Das finde ich super. Ja, das ist ein ganz neues Produkt, wird auch schon auf Telegram beworben, vom Postillion, ist richtig, der geht ab wie nichts. DeepGPT muss man sich merken. Aber jetzt mache ich eine kurze Pause. Vielen Dank dafür. Ist denn noch jemand hier, der...